You ain't heard of shit like that. Working all night, you know shit like that. Cutting people off, you know shit like that. Not enough money, but I spend it anyway, trying to make it. You ain't heard of shit like that. Working all night, you know shit like that. Cutting people off, you know shit like that. Not enough money, but I spend it anyway, trying to make it. I maneuver, I can smell the gouda. Me and Boogies got plans to sell out a bougie. Girls catching feelings, I ain't even throw shit. I just pay attention to the signs like a protest. If not me, then who? If not now, then when? Smoking by the pound, getting paid by the yen. Baby girl, I'm global, in and out of zip codes. Make a lot of noise when I move on tiptoe. Dreams too big, I don't like small talk. We thank God, oh. Yeah, I got get your girl vodka. Now she acting single. Yeah, shit like that, she know the lingo. Looking at life through the windshield, not through the real view. I've been turning up my life, I don't hear you. Steer through the doubt, how I'm feeling lately. I'll never feed a mouth, talking crazy. You ain't heard of shit like that. Working all night, you know shit like that. Cutting people off, you know shit like that. Not enough money, but I spend it anyway, trying to make it. You ain't heard of shit like that. Working all night, you know shit like that. Cutting people off, you know shit like that. Not enough money, but I spend it anyway, trying to make it. Hit the runway like it's fashion week. Put in work like a slave. Made a masterpiece. Still dark as night. Came alive in the PM. African, but I dry European. Oh, put up, put up, put up. Was ist denn mit dir? Geht doch. Oh, oh. Oh, warte, pass auf. Aua. Aua, warte. 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 Oh, schon. Scheiße. Ey, warte. Ups. Ey, Buert, ich glaube, ich hab Warto kaputt gemacht. Warte, Mann. Oh, es hat ja nicht lange gedauert, ne? Naja, ich bin auch auf ihn gelandet. Ich glaube, das war nicht so gut. Scheiße, Alter. No, du kannst auch demnächst einfach auf die Knie gehen und dir einen Blowjob davor anbieten, ne? Da muss ich aber mehr für verlangen. Ich weiß nicht, wie gut du das kannst. Wir probieren es bei den zwei. Hey, yo. Was geht ab, ihr zwei? Was wäre euch ein Blowjob wert? Oh mein Gott, lass wieder gehen. Achso. Bruder. Okay. Ich glaube, einfach danach zu fragen ist einfacher. Warum tust du das, ha? Das war deine Idee. Ja. Warum hast du denn? Dazu muss ich. Au. Dazu muss ich. Fuck, Alter, geht's euch gut? Aha. Ich hab ein Gurt um. Warte, lern doch mal auf Auto fahren, Alter. Verdammte Scheiße, was ist denn los, Mann? Vielleicht laufen wir lieber? Okay, folgendes. Ich. Den Frau ist ein Verdächtigen, ein Straftat und ich muss den Identifizierung machen. Nee. Wie nee? Nee. Welche Straftat? Sie hatten mein Herz geklaut. Diebstahl? Absolut. Oh. Also ich finde das einen guten Grund, den Identifizierung zu machen. Ich gebe das mal kurz über Funk durch. Aha. 21 für 93, komm. Ah, der Herr ist der Meinung, die Frau könnte eventuell des Diebstahls schuldig sein. Sie hat wohl sein Herz geklaut, komm. Eindeutig verstanden, Ende. Oh mein Gott. Ja, warten wir mal ab, was da jetzt kommt. Hey, du. Riesenhunger und Riesendurst. Kennst du was? Riesenhunger? Nee. Echt nicht? Das ist er. Hi, das bin ich. Hallo. Hi. Na? Immer wahnsinnig gut. Sind Sie auf Daniel? Und für den Riesen. Ich bin schon vergeben. Wir sind schon vergeben. Oh, schwanger. Oh, ich hab noch was vor. Adios. Uiuiui. Aber hat mich sehr gefreut. Du hast schon schwanger, das geht aber schnell. Tanzen? Oder so. Das willst du doch gar nicht sehen, ehrlich jetzt. Du willst was? Ja, doch, ich krieg meine vierte Paycheck. Was stimmt nicht mit dir, Fabi? Pass auf, Warto tanzt für uns. Wenn Warto tanzt, ich mach das, kein Problem. Dann können wir gleich nochmal zum Feld fahren und Feuer machen.
Pass auf, ich mache das nur für dich, Raffi. Oh Gott, bitte oh nicht. Gott, was habe ich bloß getan? Oh. Magst du mir den Hosen ausziehen, Raffi? Aber glaub, wo ist der Mose? Ich bin hier falsch, also. Du kannst doch mal anfassen, ne? Ich bin hier nicht im Unicorn. Ich bin so vergeben, ich habe ein Gewissen, ich kann das nicht machen. Oh, wie du willst. Schönes Angebot, ne? Geld verändert Leute. Das ist richtig. Ich bin auch total abgehoben, seitdem ich 50.000 beim BMX Contest gewonnen habe. Das stimmt. Wolltest du mir nicht 30 davon geben? Fick dich, du kleiner Untertan. Ich weiß nicht, ob meins kaputt ist. Zumindest sieht das aus, als hättest du da zwei Türen zu wenig. Zwei Türen zu wenig? Ja. Das kann doch gar nicht sein. Doch? Na, no, das. Was? Zeigen Sie mal. Ja. Das glaube ich nicht. Und eine Motorhaube. Was? Ah, ne, ist nur eine Tür und eine Motorhaube. Oh. Jetzt haben sie ihn kaputt gemacht. Warum? Und die Frontstoßstange fehlt. Was? Ja. Na, no, das kann gar nicht sein. Doch. Also eben, den haben sie doch jetzt extra abgemacht. Nee. Wie nee? Nee. Ja, warum? Ja, ihr habt doch gar kein Werkzeug in der Hand gehabt, um das abzubauen. Scheinbar braucht man kein Werkzeug, sondern einfach nur rohen Gewalt. Aber das habe ich nicht gemacht. Das wird teuer. Nee. Ich versuchte mal die Zündung anzumachen, dass der Kollege kann dann reparieren. Ja, tut weh. Dann wollen wir gleich mal noch mehr Gäste einladen. Kommen Sie erstmal zu sich. Warte ja, mal. Das ist okay. Weißt du schon, was wir brauchen? Jetzt hab ich mal direkt verschüttet. Einen spontanen Einfall? Geht's wieder? Nö, machen wir dann, wenn die da sind. Okay. Was? Aua! Werden Sie mal richtig wach jetzt. Was tut weh? Mein Bein. Die Leitstelle des LSPD. Ja. Jerry Goodman am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen? Oh, wie war Ihr Name noch gleich? Jerry Goodman. Jerry Goodman. Oh, ich mag Sie jetzt schon. Cooler Name. Das ist nett, dankeschön. Oh, Sie, ich bin den Vato. Und ja, wo Sie und ein paar Ihrer Kollegen gern so ein Party einladen, ne? Heute Abend, oder wie? Jetzt! Ich dachte, wieder auf dumme Idee. Ja, ich denke, wir sind alle im Dienst. Da können wir tatsächlich nicht irgendwie auf eine private Party gehen. Ja, nennen wir es Party während dem Dienst. Wieder auf dumme Gedanken kommen, ne? Weil wir haben hier so einen ganzen Haufen unfreiwilligen Partygästen. Vielleicht möchten Sie mit denen reden, ne? Wollen wir diese unfreiwilligen Partygäste geiseln? Ja, Sie können sie nennen, wie Sie möchten, ne? Auf jeden Fall, noch haben Sie jede Menge Spaß, ne? Ja, dann würde ich tatsächlich vorschlagen, dass wir vielleicht mal so ein bisschen Verhandlungen aufnehmen und Sie einfach mal ein Dispatch. Ja, Sie senden gleich mal ein Dispatch und ich informiere die Kollegen, dass Sie so ein paar unfreiwillige Partygäste haben. Und ja, was halten Sie davon? Okay, kein Problem, guck mal. Hier, Party. Ich schicke Ihnen mal ein Dispatch, ja? Sie, alles klar. Dann würde ich die Kollegen einmal informieren und dann kommt bestimmt gleich einer vorbei, der sich mit Ihnen unterhalten möchte. Oh, das wäre super. Alles klar. Bringen Sie besten Party-Laune und vielleicht noch ein bisschen Alkohol mit, ha? Ich werde den Kollegen Bescheid sagen. Alles klar. Für den Kokain ist gesorgt. Bis okay, dann. Tschüss. Wunderbar. Auch so ein bisschen schief hier. Naja. Warte. Ich reinige das mal kurz. Und? Die Partygäste kommen gleich. Hi. Okay. Ey! Okay, wir brauchen Sie doch nicht mehr, Sie können wieder fahren. Das hat auch so gereicht. Ich habe aber Schmerzen vertan. Ja, und du hast verdient. Sie ja, doch noch stimmt. Nicht haben einen Aua helfen, bitte. Das ist so ein bisschen. Ja, kommen Sie. Ich brauch Aua. Wo haben Sie denn Schmerzen? Au! Im Gesicht. Im Gesicht, deine Mama hat die Maske gerückt. Ja, anscheinend hat er noch mehr Schmerzen aus seinem Gesicht. Ich weiß was. Mitchell, hast du ihn gerade gebissen? Nee. Du hast mir doch eben auch nicht gerade verpasst. Hast du deine Muskeln danach entspannt? Ja, eigentlich schon. Eine kleine Anmerkung zu dem Typ, der jetzt ohnmächtig geworden ist. Der zahlt immer 700 statt 500 Dollar. Ach so, ja dann. Ja, der muss immer einen Aufschlag zahlen. Das wird so vereinbart. Ach so. Ja, der muss das einfach nicht fragen, einfach 700 Dollar ausstatten. Ja. Das ist richtig so. Ich bin auch gerne Zeuge, wenn Sie dann irgendwie mal da Probleme deswegen bekommen sollten.
Hola. Also hier in deren Kneipe. Du bist doch von den Lost, oder? Si. Ich muss dir noch mitteilen, dein Laden gehört jetzt uns, ha? No. Si. No. Si. No. Si. Was ist los mit dir? No, das ist nichts mit mir. Ich muss dir nur sagen, den Laden gehört jetzt uns. Sag, wir mögen keine 31er. Wie meinst du? Wir mögen nicht den 31er. Und schon gar nicht den 62er. Und ich habe beides getan. Was heißt 62er? Das ist wie den 31er, aber doppelt so schlimm. Wenn ihr uns versucht zu ficken? Die können sich ihr Clubhaus. Ich weiß nicht, was da war. Irgendwas war da und deswegen gehört den Laden jetzt uns. No. Ja. Sie. Das ist eine gute Idee von Christa. No. 50.000 und die kriegen ihr Clubhaus wieder. 50.000 und ihr konnt ihn wieder haben. Ein Scheiß. Ich meine ja nur. Das ist doch nichts Neues. Meine Katie hat mir irgendwie 3 Thunfische in den Arsch gesteckt. Ne? Was hat die? Katie hat mir 3 Thunfische hinten reingesteckt. Ich hab's gesehen. Und ein Lachs. Der war. Wie, du hast gesehen? Hast du zugeguckt, oder? Sie. In die Hosentasche, Mann. Klar, wäre und Worte stehen da drauf. Ja. Dann hast du den Lachs auch vorher gebuttert? Nee, als Katie das gemacht hat, hat Bartos sich den Lachs gebuttert. Ne? Also, okay. Kopfkino. Der war so erregt dabei. Ja. Am besten dann auch mit so 750 Kilo Kofferraum. Ja. Ach ja, und fliegen soll es natürlich auch. Und schwimmen. Aha. Und ich sollte mich entscheiden können. Oh Mann, war. Ich entscheide mich jetzt auch. Hey, Katie. Aha. Könntest du mir mal kurz helfen? Was machst du denn da? Er ist auf die Mitte gefallen und steckt fest auf der Na, ich geb dir einen kleinen Schubs. Achtung. Ich konnte mich nicht so ganz entscheiden. Obwohl. Aber die kann man doch einfach so. Ach so. Und jetzt kommen wir gleich dahin, wozu der sein Kind gut ist. Ja, aber er ist doch schon frei. Und sie achten jetzt nur noch auf mich. Auf nichts anderes mehr. Sie. Die wollen dir doch nicht hypnotisieren, oder? No, natürlich nicht. Mich kann keiner hypnotisieren, das hat schon mal einer versucht. Das glaube ich. Hey, passen Sie jetzt genau auf. Hey. Ich möchte das so. Können Sie vielleicht einfach nur. So, achten Sie genau auf mich. Kurz! Ja. Geiles Schild, ne? Wenn, ja. Also, wenn der super. Typ jetzt wegrennt, dann sehe ich da gar nichts. Ist er noch da, oder? Hey, ich okay. Bin fast fertig, sieh. Was ist. Oh mein Gott. Vergessen Sie die Durchsuchung, das reicht mir schon. Wir sind fertig. Sind Sie sicher? Tschüss. Ich bin ganz sicher. Sie können sich wieder. Oh mein Gott. Ja, Sie können sich wieder anziehen und können wieder. Ja, Dreh mich jetzt wieder um, okay? Warten Sie noch einen Moment, Sie. Das wäre mir unangenehm. Vorsichtig, bitte. Immer. Du kennst mich. Eben. Deswegen sag ich da. Was kann mit der Karre schon schief gehen? Viel. Das erste Mal, dass du den fährst. Ja, siehst du. Wow. Bitte mal, Alter. Leg mal auf. Aha. Jojo. Meine Fresse! Oh mein Gott! Sag mir nicht, die Karre hängt! Ja, bums mich! Komm schon! Hilfe!